Vorletzte Woche hat Microsoft Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt überholt. Der Windows- und Office-Hersteller ist mehr wert als jener Konzern, bei dem die Leute regelmäßig vor den Stores kampieren und stundenlang in der Schlange stehen, und das nicht, weil es was gratis gibt, sondern um dem Konzern zwischen 799 und 1649 Euro für ein Smartphone zu überreichen. Einen solchen Hype erlebte Microsoft zuletzt beim Release von Windows 95. Wie kann es also sein, dass Microsoft nun mehr wert ist als Apple? Das Wichtigste, was man in diesem Zusammenhang verstehen muss, ist, dass das nichts direkt mit der Qualität oder der Anzahl der verkauften Produkte zu tun hat. Auch nichts zwingend mit dem Gewinn, denn auch Unternehmen, die regelmäßig Verluste oder keine Gewinne machen, können enorm viel wert sein, siehe WhatsApp, Twitter oder Snapchat. Der Unternehmenswert, wie wir ihn hier messen, ergibt sich durch die Summe des Werts aller Aktien. Derzeit liegt der Wert von Microsoft demnach bei 804,6 Milliarden US-Dollar, während Apple 799,6 Milliarden US-Dollar wert ist. Damit liegen etwa 5 Milliarden Dollar zwischen den Unternehmen und ja, bei diesen Dimensionen ist der Abstand damit vergleichsweise gering. Woran liegt es also, dass Microsoft nun vor Apple liegt? Im Grunde hat es mit erwarteten Verkäufen und natürlich mit der Erwartung zu tun, dass die Aktie in naher Zukunft an Wert steigen wird. Das ist bei Microsoft aktuell einfach wahrscheinlicher und bei Apple droht auf der anderen Seite ein Sturz des Kurswerts. Das hat eine ganze Reihe von Gründen. Apple hat vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass man künftig keine Verkaufszahlen mehr zu den eigenen Produkten bereitstellen wird. Microsoft macht das bei Xbox und Surface schon seit Jahren nicht mehr. Darüber brauchen wir also gar nicht reden. Üblicherweise hängt das damit zusammen, dass man die bisherigen Erwartungen von Investoren nicht erfüllen wird können. Es ist kein Beweis, aber wenn ein Unternehmen das macht, dann hat das meist damit etwas zu tun. Ich persönlich dachte sogar eher daran, dass Apple einfach angepisst war, nachdem deren komische iPad Pro Statistik medial zerrissen wurde. Dann hat aber ein Apple-Zulieferer, der einige für das iPhone herstellt, seine Gewinnprognosen um mehr als 16% gesenkt. Und die müssen ja wissen, wie viel Geld sie mit Apple verdienen werden. Das reicht den Brokern an der Börse als Beweis, dass es mit den iPhone-Verkaufszahlen endgültig abwärts geht. Nachdem Apple mehr als 50% des Umsatzes und fast 90% des Gewinns mit dem iPhone erzielt, ist die Reaktion der Börse ziemlich logisch. Gehen die iPhone-Verkäufe zurück, dann geht auch der Gewinn zurück. So denkt man zumindest. Ich bin da ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Ich denke, dass Apple durch die hohe Marge beim iPhone trotz der leicht sinkenden Verkäufe denselben Gewinn erreichen kann. Immerhin gibt es jetzt teure Modelle, womit der durchschnittliche Absatzpreis eines iPhones auch höher geworden ist. Das ist aber nur meine Meinung und die nächsten Quartalszahlen von Apple werden uns ja da Sicherheit bringen. Warum ist aber Microsoft jetzt überhaupt so wertvoll und gar wertvoller als einer der beliebtesten Smartphone-Hersteller der Welt? Apple macht mehr als zweimal den Umsatz und fast doppelt so viel Gewinn wie Microsoft pro Quartal. Wie geht es also, dass Microsoft jetzt mehr wert ist als Apple? Die Antwort lautet Potenzial und Risiko. Apple hat ein Produkt, das fast 90 des Gewinns ausmacht. Und da läuft dem Hersteller mit diesem Produkt ein Fehler, kann der Gewinn schnell extrem einbrechen. Das ist ein sehr großes Risiko. Im Gegensatz zu Apple hat Microsoft eine ziemlich ausgeglichene Aufteilung des Umsatzes auf die drei Sparten. Microsoft nennt diese Productivity and Business Processes, Intelligent Cloud und More Personal Computing. Im Grunde steht Productivity für Office, LinkedIn und Microsoft Dynamics. Intelligent Cloud ist Azure, Microsoft Server Produkte und Dienste für Unternehmenskunden. More Personal Computing ist dann der Rest von Microsoft, also Windows, Surface. Xbox, Spiele und Bing. Alle drei Sparten machen jeweils einen Umsatz von etwa 9 Milliarden US-Dollar pro Quartal aus. Aber vor allem geht es um eine Sache. Alle drei Sparten hatten letztes Quartal ein großes Plus zu verzeichnen. Und die guten Nachrichten für Microsoft werden nicht weniger. Microsoft hat der US-Armee kürzlich 100.000 HoloLens-Brillen im Wert von 480 Millionen Dollar verkauft. Die Surface-Tablets haben das iPad Pro in Westeuropa bei Verkäufen überholt und generell geht der Trend bei 2 und 1-Geräten immer mehr in Richtung Windows. Bei Xbox läuft es zu Weihnachten wie bei allen anderen Konsolen natürlich blendend. Aber in Wahrheit sind den Aktionären diese Produkte ziemlich egal. Mit der Xbox-Hardware verdient Microsoft sowieso kein Geld und der der Computer ist ehrlich gesagt eine sterbende Kategorie. Langfristig ist das für Microsoft natürlich eine riesige Herausforderung. Der Börse ist es aber ziemlich egal, solange Windows, Xbox und Surface keine Verluste machen. Denn Verluste bedeuten Risiken. Und für die Aktionäre heißt es auch, dass man bis zum Verderben an einem sterbenden Produkt festhalten könnte. Unter anderem deswegen stieg ja die Microsoft-Aktie so stark an, nachdem Windows Phone beerdigt wurde. Das große Potenzial bei Microsoft liegt allerdings nicht bei Xbox, Surface oder Windows, sondern in der Cloud. Immer mehr Unternehmen wechseln zur Office 365, einem Abo-Dienst. Das bedeutet für Microsoft zuverlässige und Stetige Einnahmen. Zudem setzen immer mehr Unternehmen auf die Cloud und Microsoft ist bei Serverprodukten und Dienstleistungen wirklich stark. Die Cloud wird für immer mehr Unternehmen nicht zur Option, sondern ist bald fast eine Notwendigkeit, um konkurrenzfähig zu bleiben. Ganz viele Firmen stehen noch vor diesem Umstieg auf die Cloud. Für Microsoft heißt das, dass es noch ganz viele potenzielle Kunden gibt, und den Aktionären sagt das natürlich, dass es beim Umsatz noch stark nach oben gehen könnte. Es geht hier also gar nicht um Mac gegen Windows oder iPad gegen Surface. Mit dem Wert des Unternehmens hängt alleine das Potenzial einer Kurssteigerung auf der Börse zusammen. Und bei Microsoft sehen die Aktionäre derzeit einfach mehr Potenzial zu einer Steigerung als bei Apple.